Salut, ihr Lieben! Ist der Roman Sinnerem da? Und sehen wir euch auch heute etwas über Musikinstrumente. Die sind ja von mir los schon richtig Experten. Ja, mit denen vielen Videos, die ich hier schon gewiesen habe, über die verschiedenen Instrumente vermitteln. Wer da dann überhaupt schon ein auf sein richtiges Konzert? So mit einem großen Symphonieorchester vielleicht? Oder hat er so ein Konzert auf der Tele gesehen? Aber guckt, da fällt ich nämlich etwas ab. Die Instrumente, die der Mädchen dann immer da sieht, das sind Geigen. An der sind da besonders viel, wenn er gut guckt. Klänger, großer, mittel, an alle Größten. Aber genau um die Instrumente geht es nämlich los. Das sind Streichinstrumente. Sie gehören nämlich zu den ältesten Instrumenten überhaupt. Ja, komm mal gucken einmal die Instrumente mit genau. Die Familie von den Streichinstrumenten besteht aus vier verschiedenen Instrumenten. Schau mal, für die da reicht Gai, die lehne ich auf Schöller. Ich weiß nicht, ob ihr das die lehne ich auf Schöller. Und da finde ich mal einen Bau über die Seite. Dann geht der Bratsch, das ist ein bisschen wie ein Großgai schon. Lehne ich aber noch immer auf Schöller. Und dann geht das Instrument immer mehr groß. Da kommt ein Cello. Ein Cello ist so groß, so ein groß Gai, wenn er will, dass ich den muss auf den Boden stellen, weil die packe ich nicht auf der Schelle. Und dann hast du dann nicht fertig. Da kann ich erst nach mir groß, da muss ich mich so gut dabei stellen. Da hast du Kontrabass. All das Instrumente erklärt ich nur meine Kollegin Danik und dann hör ich doch, wie die klingen. Lass dich mal überraschen. Geil, wo die dünnste Seite erklingt dafür am höchsten.
Gai haben wir auf der längsten Schwelle, man können fast, und wir können Gai am Sitzen oder am Stuhl spielen. Pratsch gesagt, bald sage ich, dass ich Gai, das ist ein bisschen wie groß, sie geht aber auch unter längsten Schwelle festgehalten, mehr sie wird mit den Seiten erklingt, ob wir ein bisschen wie Dave. Den Cello, den können wir nicht auf der Schwelle festhalten, den ist dafür zu groß, dafür haben wir da ein Pick, die wir ganz einfach ran und raus ziehen können an den Cello einfach Boden positionieren. Der Cello kann sowohl mega heiß spielen, wie auch ganz tief brummen. Wo wir schon beim Brummen sind, der Kontrabass, der ist nach ein großes Stück mehr groß wie ein Cello und der kann nach viel mehr tief brummen. Den wird nämlich Seiten, die viel mehr dick sind. Und der Kontrabass, bei dem muss ich stehen oder bei einem großen Hocker sitzen, für ihre Kinder zu spielen. Ja, Streichinstrumente, die klingen natürlich ganz anders das rum, wie das, was ich bis jetzt alles gewesen habe von Instrumenten. Da ist euch bestimmt aufgefallen, dass das Instrument, wo bei der Gai, wenn es mit Klang ist, ganz hell tein kann spielen, aber damit groß geht, auch viel mit Dave tein kann spielen. Es also ganz Dave auch klingt. Wenn ihr aber nur will, zum Beispiel Cello oder Kontrabass lehren, ist das wirklich kein Problem, weil du nicht extra Klanginstrumente zu Kammerinstrumente. Voilà, das wird dann noch gewischt für heute. Ich hoffe noch, dieses Video hat euch nicht gefallen. Aber bleibt noch immer dabei, weil es schon noch ein paar Instrumente, die ich besonders nicht gewesen habe. Und das fülle ich euch an nächster Zeit nach. Also, wir sehen uns, bis dahin. Ciao, ciao. Herr Rippermann.